Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's wieder, Aubertin. Heute gibt's wieder Custom Card Duelle. Heute habe ich den ziemlich wachen Retro dabei. Sag mal, hi Retro. Wir haben garantiert nicht halb 3 Uhr morgens, sondern wir haben garantiert nachmittags. Nur ganz normale Aufnahmezeiten. Ja, also das ist wirklich, ne, top notch. Für alle, die das Format nicht kennen, wir spielen Custom-Karten. Wir spielen also jetzt unseren Trickster-Karten, die uns nicht wirklich viel bringen. Weil wir haben nämlich eine Custom-Karte zum Tricksters gemacht, das ist hier. Und wir gucken mal, ob wir da ein bisschen was zaubern können. Trickster-Monster. Echt wie eine Trickster-Karte aus. Man kann den Unterschied kaum sehen eigentlich. Ja, also vor dem Monat, wo sie aufgegangen ist, ist mir echt gut gelungen. Wir werden es trotzdem einmal hinzufügen. Selbst in den Kombos. Muss ehrlich sagen, ich weiß die Kombos von den Tricks, das ist nicht ganz so krass. Link Play. Ja, aber ich schätze mal, so anzufangen ist gar nicht so kacke. Mal zumindest eine Karte nachziehen. Und Staccato. Das ist richtig gut. Hallo? Coming. Stage in dem Sinne. Ding once per turn? Nope. Natürlich nicht. Ne? Das ist, dann wäre die ja schlecht. Life Points. So mediocre. Oh, ne. Okay, das heißt, wir haben unseren First Turn im Endeffekt gemacht. Ja, wir lassen das erstmal so. Mal gucken, was Reto dazu sagen hat und was er für ein Deck überhaupt mitgenommen hat. Weiß ich ja gar nicht. Wir spielen ja immer mit 3 Decks. Also mein Gegner. Da kann ich auch ein paar Frauen rausholen. Amazonisch-Monster. Tu, was du tun musst. Retro, das musst du nicht tun. Du musst nicht laut rumschreien, das ist nicht nötig. Mein Zustand schreit natürlich nur laut rum. Also so am frühen Nachmittag hier rumschreien, weißt du, ist doch nicht so nicht mehr. Nachbarn aus dem Mittagsschlaf. Genau. Der ist sehr furchtbar. Genau. No. Geil. Die Karte ist scheiße. Weiß, aber sie ist manchmal ganz lustig. Also spiele ich sie. Hat hier auch noch einen Effekt. Angriff. Eine Karte aufgeben, da kann ich was specialen. Oh, Pet Baby Tiger. Aber die kann mehrmals angreifen, oder was? Zauberkarte, die ich gerade gebannt habe, Amazonas Call. Okay. Dann kann ich jedes seiner Monster einmal angreifen. Interesting. Ein bisschen plus gehen und Monster auf meinem Board generieren. Nein! Nicht zu. Ja, es ist tatsächlich. Angreifen können. Will ich ja nicht design. Hust. Bitte? Sarah. Ja, gucken wir mal. Warte, auch wenn du sowieso direkt angreifst.
ist der Trickstars. Trickstars. Ja, wir können nicht so viel tun hier gerade. Ich hätte sie auf der Hand behalten, dann hättest du ein Honest gehabt. Ja. Das ist jetzt Game. Ja, und ich bin dafür da, um die Custom Karten zu zeigen. Ne, alle, die jetzt gerade zuschauen, ne, ich zeige die Custom Karten. Ihr habt gerade noch keine gesehen, aber da sind sie. Irgendwo. Die große Frage ist: Reto, spielst du überhaupt Custom Karten in dem Deck? Ich nicht. Aber ich wollte dich trollen. Reto ist gut vorbereitet, wie immer. Die garantiert auch mal Lazarus. Ach, du bist gewünscht. Nett. Rächen. Achso, die kann mehrfach angreifen jetzt, oder was? Nee, die kann nur einmal angreifen. Achso. Ja, dann reicht es doch nicht für Game. Verkackt. Egal. Reto kann nicht rechnen. Don't even need. Ach, lol. Ich hab die falsche sogar besprochen. Egal. Dim, 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 dim. Helft ihm nicht. Er braucht keine Hilfe. Ich spiele Trickster. Place. Dead Place. Jetzt hat er Valhalla gar nicht gebraucht. Trotzdem normal. Jetzt hat Valhalla dir aber nichts gebracht. Du musstest sie ja normal für den Effekt. Ja, wegen dem Effekt, ja. So, jetzt geht's spicy. Sagt immer, Light Stage gehört aktiviert, wenn der Backrow liegt oder überhaupt, ne? Jetzt bereust du es. Jetzt, ja. Okay, ja, Leute, hab ich verkackt. Ja, wir geben auf. Wir sehen uns im nächsten Duell. Bis gleich. So, Second Try. Kombos besser ausspielen. Ne? Nächstes kleine Duell hier. Mal gucken, was Reto diesmal dabei hat. Oh, unsere Starterhand, Alter. Oh, Gravekeepers. Die neuen Gravekeepers. Ich mag die Karte. Ich mag ja Gravekeeper generell sehr gerne. Ist ja mein Favorite Actor. Ja. Tal der Toten. You will not add Tal der Toten. Monster! Sagt er, der Grabwächter spielt. Oh, ist das ein Spy? Spy im verdeckten Verteidigungsmodus? You know what? I don't care. Nein! Spy, spicy, spicy. Ja, meine Hand war überragend. Wenn du zwei auf den Start hattest, beste und nicht mal ein Tricksmonster im Grave, richtig gut. Noch mehr Heimzahlen, indem ich jetzt richtig Anti spiele, aber ich habe nur Monster gezogen. PC. Irgendwas mit Attack. Tu irgendwas. Gucken, ob wir irgendwas ausrichten können gegen das bei. Klassiker. Was? Woher wusstest du das? Cheater. Komm, benchen wir jetzt mal deine Hand, bevor du irgendwas anderes Doofes machen kannst. Ah, da sind die Custom-Karten drin. Ja, immerhin. Ne, Retro folgt der Linie. Ja, 1, 2, 3, 4 Kassen, ne, 3 Kassenkarten sogar verstattern. Da sehen wir sogar mal einen. Buh, die ist richtig gut. Aber man muss halt 2 oder so Karten spielen, damit man sie aus dem Deck specialen kann. Ja, das stimmt, ja.
Das Lustige ist, dass der zweite Effekt von ihr komplett redundant geworden ist mit den neuen Gravekeeper-Karten. Bisschen schade, aber ja. Die gab es vorher. Ja, will ich erwähnen, die Karten sind vorher gemacht worden von Retro. Die Hand ist nur halb so gut. Oh, der Chief, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Tief altes Deck, was ich einfach nur mit. Dachte mir so, oh, neue Gravekeeper-Karten suche, einfach rein und fertig. Nicht wirklich viel daran verändert. Dachte ich mir jetzt was. Oh, Witchling. Ich finde den englischen Namen so geil. We Witch Apprentice. So geil. Ah. Okay, das hat nicht so ganz. Egal. Egal. Damage. Damage. Los, Lilibel. Du schaffst das. Nein. Lilibel, beste Karte. Ach, die Minus kriegen, lol. Egal. Brems 2000. Bye, oh. Bye. Und Effekt. Und Effekt. Kannst du das verstellen? Nein. Yay. Das kam unerwartet. I did something. Oh, jetzt kann ich nichts mehr tun. Dammit! Too strong! Das ist ein Lichtmonster, kriegen den Debuff. Ja, die K pushen. Das reicht. Das reicht nicht! Das reicht immer noch nicht. Dammit! Geht minus, um nicht über 1 down zu kommen. Ich komm nicht über 1 down rüber. Trickster, zu schwach. Ich hätte Million hinter spielen sollen in dem Deck. 2000, 2000er Booty. Mit Necrovalley kann ich kaum was machen. Du Monster. Du hast es verdient. Yay, Special. So, ich vergesse es jedes Mal, obwohl ich es jeden Zug sehe. Yay, ich überlebe es. Ach. Yay! Drake. Oh, warte, was? Einfache Mo. Ich glaube nicht. Ich komme immer nicht drauf, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, einfach nur. Ich komme einfach nicht über dein scheiß Monster drüber. Nächster Meter, definitiv, ey. 1,9. Too big. Lächerlich. Ach ja. Oh. Ich könnte jetzt ein Monster crushen, aber ich glaube, du wirst eh nicht viel mehr machen. Doch, ich tue genug. Das ist schon wieder. Mann. Ja, aber ich hab nicht genug Attack. David! Bei Halle ist ein Deck echt scheiße, weil die meisten Monster genommen werden müssen für die Effekte. Einfach weil ich's kann. Ah. Oh, Gravekeeper Anubis. Oh, und Spy. Oh, warte, ich hätte einen Spy nehmen sollen. Nein! Ich möchte übrigens erwähnen, dass das Retros eigene Karte ist und er selber nicht weiß, wie sie funktioniert. Oh, der Top-Deck war gut. Fuck, ich habe vergessen, dass ich es mir nicht aussuchen kann. Ich meine, wollte sie für die Fusion-Beschwörung benutzen. Zwar hätte ich sie auch specialen können, dann mit Spy, aber hey. Dammit. Dammit!
Der Kack-Witchling, ne? ohne Witz. Jetzt bin ich richtig oldschool. Ah, Clown. richtig, richtig oldschool. Yeah, und ich komme drüber, weil ich ein Wassermonster bin. Yay! Kein Lichtmonster. Kackviech, ey. Wie einfach so 500 Attack Debuff einfach das ganze Deck töten kann. ich einfach über nichts mehr drüber rennen kann. Oh, mal sehen. Keine Necro-Value oder keine Terraforming oder gar nichts. Alle, die jetzt gerade zuschauen, ihr könnt mir übrigens mal in den Kommentaren da lassen, welche Decks wir mal hier spielen sollen bei den Custom Card Duellen. Weil ich hatte jetzt natürlich wieder die Wizards ausgepackt gehabt, aber ich dachte mir, okay, das haben wir schon gesehen. Jetzt kann man mal so ein bisschen die anderen Karten sehen. Wir haben ja vor einem Monat jetzt ein bisschen Action gesehen, die kann sich ja halt selber specialen. Den anderen Effekt haben wir nicht gesehen, weil ich keinen von den Effekten triggern kann, aber vielleicht kommen wir da noch zu. Wer weiß, wer weiß. Ark hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Meine arme Hexe, ja. Ark ist too strong. Too strong. Can't do anything. Meta 2010. Ich finde es eigentlich so schade, dass so Karten wie Ark so Power gecreept wurden. Trotzdem tatsächlich noch relativ spielbar. Ja, kommt immer noch einmal was zum Deck. Aber du machst halt in vielen Fällen, wenn du halt ein Monster removen willst, eher einen Cerberus anstatt eine Ark, ne? Aber Cerberus muss ja discarden. Wenn er nicht Calling ist, lohnt es sich nicht unbedingt. Und für Ark brauchst du zwei Level 4 Monster. Aber für der Cerberus, da muss er discarden und. Ja, ja. Aber brauchst halt nur zwei Monster für, das ist halt relativ einfach zu machen. Wir einfach nichts tun können. Yeah, wie die Karte einfach, ja, wie die Karte einfach tot ist. Ja, toll. Ich hoffe, ich komme jetzt über den Monster drüber. Nee. Das ist wahrscheinlich ein Spy. Okay, ja, das ist natürlich auch scheiße. Spy gesagt. Da ist der Spy, da ist er. Wir haben ihn gar nicht vermisst. Mal ein bisschen Plays machen. Yay! Yeah. Ich glaube, alle Templars, die ich hatte, sind weg. Ja. Dum, 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 dum. Kann man den einfach holen? Den anderen zwei holen. Ach, der ist neu, das ist der Cleric. Okay. Wir den Cleric auf. Und uns den hier. Erlauben dir keine Special Summons mehr. Jetzt, Retro, ne? Slow down. Ja, genau, jetzt kann ich nichts mehr special. No. Weg mit dir. Too strong. Too strong. Attack Grab People Monsters. Mayor moves. Das bringt mir aber nicht viel. Ich hab verloren. Mwahaha. Dead. Trickster ist zu stark. Wir verlieren gegen Gravekeepers. Noch ein Templar. Einfach Special Summon mit 2,5. wieso hast du den gespecialt? Du hättest einfach mit 7 E-Monster holen können. Dumm. Da. Das reicht halt trotzdem für Geld.
Ja, klar. Ich habe halt noch einen Karabiner erfahren, das bringt mir noch nicht viel, weil ne, die haben mehr Attack als meins doppelte Attacks. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im dritten Duell und gucken, wie ein Tresor dann fertig macht. Bis gleich. So, Duell Nummer 3 am Tag der Schlachtung. An diesem wunderschönen Nachmittag, den wir hier sitzen. Ich möge jetzt singen. Also, es ist so spät nachmittags, ich kriege fast einen Mondbrand. Mondbrand, das muss ich mir merken. hätte ich jetzt anfangen dürfen, wäre super gewesen. Ich spiele eine deiner Lieblingskarten auf. No. 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 Das zerstört komplett meine Kombi, Alter. Das ist voll der Arsch. We call him Retro, Destroyer of Combos. Dass ich keine einzige Dark Scorpion Monsterkarte gezogen habe, aber hey. Kein Ding, kein Ding. Mega Abklatsch. Und keiner spielt. Ja, die ist halt als One-Off in dem Deck ganz okay. Weil du halt wirklich in dem Deck mehr Links-Spams, also Links-Monster beschwörst. Das ist tatsächlich, na, es ist wirklich so, aber in den anderen Builds finden die Link-Monster ja nicht wirklich viel Platz. Nicht wirklich, ne. Nice! Du struggelst gerade, glaube ich, wegen dem Kaiser-Kolosseum ein bisschen, kann das sein? Ja, richtig heftig sogar. Ich komme da nicht dran vorbei. Kassenbändes, ja. Ja, gut. Oh, das ist tatsächlich ziemlich gut. Psst! Du kannst Light Stage noch aktivieren. Jetzt nicht mehr. Zu spät. I forgot. Too strong. Light Stage ja noch, das hätte ich ja nicht erwartet. Ein Basecamp muss ja auch noch ein neues Artwork kriegen. Das ist leider nicht. Ja, das muss noch ein bisschen schöner werden, ja. Die Karten sind eigentlich ziemlich cool, wie der ja. Dolch oder so. Ja, Kessel hat da einen richtig guten Job gemacht. Kannst du einfach mal irgendwie ein zweites Monster beschwören oder so? Ich bin auf dem Weg. Dahin. Oder drei Monster beschwören, ist mir eigentlich scheißegal. Ich hab nämlich eine Karte gezogen, die ich vorhin schon mit dir ausprobiert habe. Die mir aber nichts bringt wegen scheiß Kaiser-Kolosseum. Ist er wirklich Crash und ist die Frage. Der mit richtiger Missplay jetzt gemacht. Okay. Wahrscheinlich. Totally worth it. Das hätte ich gerade schon machen können. Nur ihn besser. Déjà vu. Ah. Oh, Witchling. Ja, ja. Too strong. Too strong. Too strong. Light Sages for everyone!
Ja, ich möchte ein Trickster-Monster suchen. Welches wäre es denn? Oh, Kaupi. Ich werde mein Monster laufen. Nee, kann ich eben nicht, das ist lustiger. Ich komme nicht über den Monster drüber, ne? Das ist doch direkt am Start, hm? Stimmt, verdoppelt nur. Ich will Grundattacker, die hat 800. Also ich krieg dann 800 da drauf, das heißt, das bringt mir gar nichts. Jetzt ist Light Slash immer noch aktivieren. Habe ich doch noch nicht. Ach, hab ich vergessen. Na, egal. Don't need it. Ich hab actually gute Angriffspunkte. I never need it. So. Na stimmt, du kommst nicht drüber. Yay, du hast Monster gerufen. Der Field Spell von den Dark Scorpions ist halt wirklich, den gibt den Punkte. Ja, der ist ja wirklich gut. Ja. Besser. Das nicht, dass der Gegner millen kann, sondern dass wirklich alles gebanished wird. Ja, der ist wirklich gut. Wir werden uns den mal genauer angucken, wenn wir da ein bisschen was besser gemacht haben. Ja, weil die meisten Karten sehen ja schon ganz gut aus. Also der Scorpion Memorial ist ja schon ganz gut. Mathe mit Retro. Damit, du hast mit Gork angegriffen. Ich dachte, du hast mit Cliff angegriffen. Too dumb. Vom Feld eigentlich in die Hand zurückschicken. Aber mit der Base kann ich jetzt eigentlich verbannen. Das ist ganz gut. Banish. Banish everything. Banish. Do it. No. Das ist meine Spell-Engine, ne? Damit. Wenn ich viele Monster erlauben will. Isolde. Suche ich mir noch meine andere Suchkarte. Such dir deine andere Suchkarte. Oh, Tandina kommt über meine Isolde. Nein. Du kommst auch über meinen Witchling. Jetzt komme ich über meinen Witchling drüber, ja. Möglich. Das ist eine Top-Meta-Karte. Der Witchling ist mir eigentlich gerade egal. Special wegen Floodgate-Karte. Special wegen der Floodgate-Karte. Dem Memorial. Natürlich haben wir uns Target und Turn und der ganz kommt Monster und Control und Damage. Okay. Sagt dir, dein Gegner darf nicht Stufe 5 oder Rang 5 Monster oder höher beschwören. No Special Summon for me. Ein Salug oder? Ja komm, was wäre ein Duell ohne das Boss-Monster? Ein richtiger Boss ist er. Der Salug, ein richtiger Boss. Aber warte. Richtiger Boss. Vergesse ich was? Nein. Richtiger Boss. Ah, sie gut. Dead. Oder? Ich kann ja Monster beschwören, Kackkarten. Main? Ach so, Leute, okay. Puh. Kaiserkolosseum. Keiner weiß, warum die verboten ist. Aber irgendwie ist sie schon nervig. Irgendwie gerüchteweise wegen diesem einen Destiny Hero Monster. Ja, es gibt wohl so eine Destiny Hero Combo. Aber.
ganz ehrlich. Irgendwie Wayne. Aber die kann man searchen, ne? Searchen, der Feedback kann auch searchen. Und die Memorial specialt mir jetzt noch ein. Oh, special. Da habe ich verloren, ne? Der 2-9. Ja, da habe ich verloren. Ja, das war sehr erfolgreich mit unseren Trickster-Karten heute. Wir sagen, wir gehen noch einmal ganz kurz zum Deck. So, nach Retos Schlachtung heute gucken wir uns einmal unsere Deck an, was wir gespielt haben. Weil das sind ja Custom-Card-Duelle, das heißt, ihr werdet die Karten sehen, die ihr sonst nie sehen werdet. Das ist nämlich die hier, Trickster Fanemona. Und der Rest ist halt so ein Standard-Trickster-Build, wirklich eine reine Kern-Trickster-Engine. Nur Trickster-Monster drin, bis auf Droll und halt ein Honest. Ich habe immer Tides of the Brethren ausprobiert. Das ist eigentlich ganz cool, weil ihr im First Turn mit Tides of the Brethren, wenn ihr ein paar Link-Monster gemacht habt und ihr Lycoris oder Candina auf dem Feld habt, in zwei Zonen von Holy Angel specialen könnt. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Hat jetzt gegen Reto nicht so geklappt, weil er in jedem fucking Deck Kaiser-Kolosseum spielt. Gar nicht wahr, nur in paar. Ja. Aber dann würde ich sagen, das war's von den Custom Card Duellen. Lasst es mal in den Kommentaren da, welche Decks wir mal auspacken sollen, welche Decks wir mal spielen sollen. Ihr habt ja schon viele von meinen Custom Card Videos gesehen, ein paar Custom Card Duelle schon gesehen, von meinen Gegnern vielleicht ein paar Decks, die gespielt wurden, die man mal aufwerten kann, die man mal spielen kann. Wir sagen, das war's für heute. Danke an Reto, auch um diese späte Nachmittagszeit noch Zeit zu finden. Na, ciao. Ciao.